Er ist der Star der heurigen Sommersaison, sie ist der Star der Leinwand. Die Rede ist vom neuen Alpha Spider und von Elke Winkens. Und eines vorweg, die beiden passen wunderbar zusammen. Elke Winkens, eine tolle Moderatorin, witzige Kabarettistin und ausgezeichnete Schauspielerin. Ein lieber Mensch und eine süße, wenn auch verrückte Maus. Passt perfekt in den neuen Alpha Spider. Naja, über Geschmack muss man es ja nicht mehr streiten. Willst du ein bisschen was ab? Gerne. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist ein Flaschenöffner. Da werden wir schon was finden. Ein Stein oder so. Oder deinen Mund. Ich habe auch ganz zufällig, als wäre das heute geplant, zwei Semmeln. Okay. Die ist für den Hund. Und ich gebe ein Stück. Das Einzige, was die Idylle jetzt noch stört, ist, dass aus beiden Kanälen unterschiedliche Musik läuft. Mhm. Ich bin sicher, ich habe die bessere. Oh, da wäre ich aber sehr vorsichtig, weil ich höre gerade die neue von Jade. Und ich höre Thomas Borchardt und das kennst du sicher nicht. Doch, den kenne ich, aus Mozart. Mhm. Weißt du, wie die CD entstanden ist? Ruthless Songs, die man seine Freundin verlassen. Und hat eine CD gemacht und zwar eine ganz, ganz tolle. Das ist cool. Andere saufen Kasten Bier. Hm? Dreh mal lauter. Hm? Okay. You up your magic. Are you sure that you're real? So, was machst du beruflich? Ich bin Schauspielerin. Einfach so? Oder immer schon gewollt? Naja. Eigentlich immer schon gewollt. Aber ich habe zuerst getanzt und Musicals gespielt. Mit 6 habe ich angefangen zu tanzen, weil meine Mutter war Tänzerin. Dann wird es wirklich begonnen, ordentlich zu werden. Ordentlich zu werden ist ein gutes Wort. Ordentlich geworden ist es irgendwie vor 2 Jahren, wo ich entschlossen habe, ich höre auf zu moderieren. Ich mache das, was ich wirklich will, nämlich spielen und Filme machen und Theater spielen. Und da muss man ja erstmal das Glück haben, dass man auch wirklich Engagements hat, weil ich beschließe jetzt Schauspielerin zu sein. Das war ja dann auch erstmal schwer, weil die Leute geglaubt haben, wieso, die ist Moderatorin, wieso spielt die jetzt? Und ich hatte das Glück, dass mich die Leute trotzdem sofort ernst genommen haben. Du hast heuer über 200 Drehtage, das ist Vollprogramm. Findet man dann noch Zeit, die Sachen zu machen, die einem Spaß machen? Ja, in diesem Jahr habe ich nicht so viele. Also es werden schon auch noch einige werden, aber keine 200, so wie im vergangenen Jahr. Da hat man dann keine Zeit mehr für irgendwelche Privatdinge. Weil es sind 200 Drehtage, dann müssen die Sachen, die gerade anlaufen, promotet werden. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt keine Zeit. Und das ist gerade mal Weihnachten, da schläft man dann durch und man wird sehr unsozial. Und deshalb auch in diesem Jahr etwas weniger. Und nicht irgendwie Hans Dampf in allen Gassen. Wenn man so viel arbeitet wie du und relativ wenig Zeit hat, abgesehen vom Dreh, der sicher auch Spaß macht, das Leben so zu genießen, welche Rolle spielt da das richtige Auto? Eine größere Rolle, als mir eigentlich bewusst war. Ich habe immer gedacht, Autos sind Mittel zum Zweck, aber da ich jetzt so ein wunderschönes Auto bekommen habe, weiß ich das erst zu schätzen, dass man, wenn man lange Strecken fährt, einfach sehr viel besser mit einem guten Auto unterwegs ist. Ich hatte immer irgendwelche Autos, das war mir auch wurscht. Ich habe meine Autos auch immer verliehen. Andere haben sie dann an die Wand gesetzt und ich bin in der Versicherung sehr viel höher gestiegen. Das war mir auch wurscht.
Aber jetzt muss ich sagen, ich habe einige Touren mit dem Neuen jetzt gemacht und jetzt merke ich die Fahrqualität einfach zu schätzen. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil Fahrqualität und gute Autos gibt es viele, aber du hast ja auch ein sehr schickes Auto. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Wie merkt man sowas? Naja, eine Frau noch dazu in solchen Schuhen und solchem Outfit und mit blonden Haaren in diesem Wagen ist ja Wahnsinn. Ich werde wirklich, weil ich habe ja vorher ein Fiat gehabt, auch ein Cabrio und so weiter, aber es war nicht so schlimm wie in diesem, weil jetzt werde ich wirklich überall angesprochen. Und letztens auf der Tankstelle kommt einer und sagt, hallo! Ich dachte schon, oh Gott, nein. Schickes Auto. Habe ich ganz oft lustig gemacht, habe ich gesagt, Dankeschön. Habe ich von meinem Ehemann zum Jahrestag bekommen. Da hat er gesagt, das ist aber schade, dass du verheiratet bist. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mir ein Rundel mitnimmst. Deine Eltern wohnen in Düsseldorf. Du bist selber Deutsch und du hast das kurioserweise geschafft. Aber es ist wahrscheinlich öfter der Fall in Österreich, dass erfolgreiche Kinder eingebürgert werden. Das ganz Österreich meint, du bist eine österreichische Schauspielerin und sind stolz auf dich. Wie schafft man sowas? Naja, das ist sowieso, ich glaube, insgesamt ein Phänomen, weil erst haben sie mich ja für eine Holländerin gehalten, durch die Krankenschwestern, wo ich den holländischen Akzent gemacht habe. Ich bin ja auch halbe Holländerin. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, die ist eine Österreicherin. Und warum das funktioniert hat, weiß ich selber nicht. Weil ich weiß, als ich vor 10 Jahren nach Österreich kam, hatten die Piefkes schwer in Österreich und haben es, glaube ich, immer noch schwer. Aber irgendwie, und da war es war eine gegenseitige Liebe. Ich bin nach Wien gekommen und habe gesagt, hier möchte ich bleiben. Ich fand es so schön. Und heute noch immer, wenn ich den Ring entlang fahre oder in der Innenstadt bin, die Deutschen arbeiten so ein bisschen daran, dass ich wieder zurückkomme. Beim Harald Schmidt war ich zu Gast und hat gesagt, die muss wieder nach Deutschland kommen. Und in der Bild-Zeitung ist das auch gestanden. Und nein, ich gehe nicht zurück. Du warst bei Harald Schmidt zu Gast, du stehst in der Bild-Zeitung. Wie geht man mit solch einer Popularität um? Wird man da irgendwie verrückt? Ich finde ja im Prinzip nicht, dass ich so berühmt bin, weil wenn ich irgendwo anrufe, sagen sie, was, Wilkins? Na, was, wie? Sag mal, Winkens mit S am Ende. Ah, jo. Sag, du hast gesagt, du leistest dir ab und zu schöne Sachen. Gehören diese Schuhe da dazu? Ja, die sind ein Wahnsinn. Ich habe die gesehen und gesagt, die passen zu mir, weil ich ganz viel in meiner Garderobe habe, die diese Farben haben. Und die haben natürlich ein Vermögen gekostet. Und das weiß ich dann aber auch zu schätzen. Also schöne Dinge zu haben. Das beste Spielzeug der Welt. Give it up, give it up. Give it up, give it up. Give it up, give it up.